Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit über unsere Starseed-Freunde und die UFOs. Aber sei gewarnt, denn die Wahrheit über unsere Starseed-Freunde ist oftmals jenseits unserer Vorstellungskraft. Heute decken wir die Wahrheit über die Starseeds anhand von offiziellen Beweisen auf, die ich dir in diesem Video zeigen werde. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirejana Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin und ich habe dieses wichtige Buch geschrieben, das kosmische Wissen von den Plejaden. Der Link ist unter dem Video. Wenn du dich dafür interessierst, solltest du unbedingt da draufklicken. Dann haben wir noch ein ganz besonderes Geschenk für euch und zwar gibt es ein kostenloses Webinar über die Plejaden. Der Link ist unter dem Video. Schau es dir am besten gleich an. Ja, also das, was wir heute machen, ist letztendlich eine Reise in die multidimensionalen Existenzen und in die spirituelle Tiefe unserer eigenen Seelen. Denn letztendlich sind wir selbst ja auch Starseeds. Wir wollen heute einmal ohne Vorurteile oder überhaupt Urteile Fakten anschauen, die ich euch in diesem Video präsentieren werde. Denn es gibt eine Wahrheit, die uns mit den Sternen verbindet. Ich habe also einen bestimmten Sachstand und ich habe klare Beweise besammelt für Besuche von Starseeds und für UFO-Sichtungen. Es gibt offizielle Quellen und ich werde euch jetzt gleich mal die erste Quelle zeigen. Dafür muss ich hier umschalten. Hier seht ihr also aus dem Statistikamt, seht ihr, die Anzahl der gesichteten und vermeintlich gesichteten UFOs weltweit nach klassifizierter Bewertung. Mal weitergehen, es gibt hier noch einen Bericht zu UFO-Sichtungen. Wir hören uns das hier schnell mal an, was hier gesagt wird. Nicht hoch. Jemand, der das beigetragen hat, ist auch der ehemalige Präsident Barack Obama. Der war nämlich bei James Corden in der Talkshow und wurde dazu befragt. Und da hat er tatsächlich gesagt, ja, es gibt diese Objekte und wir wissen nicht, was das ist. Und das, glaube ich, hat auch nochmal wirklich einen starken Impuls gegeben. Wir wollten uns den Ausschnitt eigentlich zeigen. Wir wollten aber 2500 Dollar Lizenzgebühren von uns haben. Das war uns zu teuer, wir gehen ja auch sparsam mit dem Geld um. Aber wenn ihr es googelt, ihr findet das sofort, auch bei YouTube, könnt ihr euch nachher gerne angucken. Aber ich würde vorschlagen, damit wir jetzt wirklich alle mal wissen, wovon wir reden, zeigen wir euch einmal diese Videos, können wir uns angucken. Und da sieht man eben, das ist erstmal das ganz kleine Objekt da in der Mitte, das sich wirklich ganz, ganz schnell bewegt. Man hört es im Hintergrund, ne, die Kampfschildkröten können selbst gar nicht so richtig glauben. Und jetzt haben wir ein anderes, das ist ein bisschen näher, man sieht so ein bisschen die Wolken im Hintergrund und man sieht eben, dass es wirklich so seine Lage verändern kann, wie wir es eigentlich so mit unserem Verständnis von physikalischen Gesetzen eigentlich kaum erklären können. Das hier ist das allerälteste, so ein bisschen verwaschener. Und das sind eben die Aufnahmen, um die es geht. Genau, das ist der Punkt. Jetzt haben wir hier ja schon, ich schalte mal wieder um. So, jetzt haben wir schon zwei Beweise gesehen. Der erste war ja die Statistik, wo also fast diese 7000 Sichtungen Statistik erfasst wurden. Und das zweite ist jetzt dieser offizielle Bericht vom ARD, wo das also gesendet wurde und dadurch die Bestätigung entsteht, dass es also UFOs gibt. Dann gibt es noch auch eine Aussage, die besagt, dass UFOs nicht gefährlich für die Menschen sind und man somit zugibt, dass es welche gibt. Also auch das ist eine fast lustige Redewendung. Und jetzt habe ich noch etwas für euch. Das werde ich euch auch gleich zeigen. Und zwar gibt es die neuesten UFOs, die sehen aus wie ein Jellyfish, also wie eine Qualle. Und darüber habe ich auch einen kleinen Videoeinschnitt, den ihr euch anschauen könnt. So, schalten wir mal ein.
Seit rund einer Woche geht das Video des Jellyfish UAPs um die Welt und die Menschen fragen sich, was ist dieses Ding, dem es gelungen ist, so unbemerkt über einer militärischen Basis zu schweben? Nun wurden weitere Informationen veröffentlicht. Ein neues Video, das es abermals zeigt. Verbesserte Aufnahmen. Zeugenaussagen, die es bestätigen können. Doch statt dieses quallenförmige UFO irgendwie aufzuklären, wird es nur noch seltsamer. Es scheint tatsächlich etwas so Extremes zu sein, dass es nicht mehr mit irdischen Dingen zu erklären ist. Das also zu dem Jellyfish, halte um. Das ist also auch eine offizielle, ein offizielles Video, das damals waren die Jellyfishes über den Irak. Jeder kann sich seine Meinung darüber bilden, aber das sind Beweise. Es ist nichts Gefaktes, es sind einfach Beweise. Und alle diejenigen, die immer so gerne mal in den Kommentaren schreiben, es gibt keine UFOs, es gibt keine Außerirdischen und die Menschen wären die einzigsten, die von Gott erschaffen wurden. Es tut mir leid, ihr habt da was Falsches gehört. Hier sind die Beweise. Und jetzt schauen wir uns auch gleich mal noch eine Sache an, die im Januar hier in Miami passiert ist, wo also man Außerirdische gesehen haben soll, die in einer Mall runtergekommen sind und dort spazieren gelaufen sind. Es ist eine Aussage, die über ganz YouTube durchgeht. Jeder weiß fast davon. Es ist jetzt unklar, ob es wirklich so war oder nicht, aber ich zeige es euch gerne mal. 10-foot aliens that popped up in a shopping mall in Miami? Or is this whole story just another big fat alien fake? Also ihr habt es gesehen, da ist es noch ein bisschen fraglich, was jetzt stimmt und was nicht, aber es ist geschehen. Es muss etwas geschehen sein und es ist ja auch nicht von ungefähr, dass so etwas geschieht. Was noch ganz wichtig wäre, und da war ich selber dort, das sind die Kornkreise in England. Ich habe ja mal 5 Jahre in England gelebt und habe natürlich Kornkreise besucht, weil das hat mich schon immer angezogen. Und über die Kornkreise kann man ja auch sehr gut Kontakt zu den Starseeds, zu den Wesen knüpfen. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe ein Bild jetzt für dich vorbereitet, was du dir anschauen kannst, was ich selbst gemacht habe. Ich muss bloß gerade mal hier einschalten. Da seht ihr also einen echten Kornkreis. Und in der Mitte von diesem Kreis seht ihr so kleine Pünktchen, so das ist Energie. Also das ist ganz konzentrierte Energie gewesen, die also nur im Kornkreis oder in Kornkreisen zu finden ist. Schaut euch das an oder fühlt hinein. Es war also total interessant, auch dieser Tag, dieser Nachmittag im Kornkreis. Ich habe dort gechannelt und ich habe auch die Menschen beobachtet, die also dort waren. Und zwar waren verschiedene Menschen in der Mitte des Kornkreises dann und die haben die Energien bewegt, hin und her bewegt, indem sie getanzt haben. Es war total spannend, was da passiert ist. Und das sind Tore, die sich dann öffnen, um mit den Starseeds sprechen zu können, um Botschaften erhalten zu können. Das ist etwas, was wir nicht leugnen können. Natürlich gibt es jetzt wieder Menschen, die sagen, ach, Kornkreise sind ja von Menschen gemacht, das stimmt ja alles nicht. Nein, ich war in England selbst dort. Ich habe mich da ganz genau erkundigt und ich war auch in den Zentren. Ich habe also die Beweise gesehen und habe wirklich auch, es gibt ja die Flugzeuge, die Helikopter, die warten nur darauf, wenn ein Kornkreis entsteht und die sind ja auch nachts unterwegs, um das Ganze zu kontrollieren. Und da waren also viel verschiedene Aufnahmen, die man anschauen konnte, wie ein Kornkreis entsteht. Das habe ich alles studiert und bin also da total begeistert von diesen Energien. Und das sind alles Zeichen und Botschaften, dass es noch mehr gibt als uns Menschen auf der Erde. Also es
ist dieses Video soll ja auch eine Antwort sein für all die Menschen, die zweifeln und die sich eben durch die Medien und Nachrichten, die ganze Zeit eben verbreitet werden, verunsichern haben lassen oder das geglaubt haben, was eben da ständig gesagt wird. Und das bedeutet einfach, es gibt Aliens, es gibt Starseeds, es gibt Sternenfreunde, es gibt die Plejada. Wenn du mein Buch gelesen hast, dann wirst du genau wissen, wie wundervoll die Energien sind, wie schön die Botschaften sind und was sie uns alles zu geben haben, was sie uns alles zu schenken haben. Und ich habe auch auf Telegram immer wieder mal Botschaften von den Plejaden oder von den Andromedanern oder von allen anderen, was eben jetzt gerade mal wichtig ist, was ich reinbekomme. Das poste ich voller Freude dort. Und es ist ein sehr schöner Austausch, den man auch haben kann. Und letztendlich haben wir ja seit diesem Jahr eine wundervolle neue Energie des kosmischen Wendepunktes, die letztendlich von den Plejaden auf die Erde gelenkt wurde. Und diese Energie ist ja dafür da, um uns Menschen zu unterstützen und um weitere Löcher in die Matrix zu machen. Denn je mehr Löcher wir haben, umso mehr wird sie rissig und wird uns dann irgendwann mal zerplatzen und wir sind endlich in dieser Energie drinnen, die unser Naturell ist, die unserer Seele, unserem Herzen entspricht. Und wir sind ja auch inkarniert, um diese Erfahrung zu machen und um dabei zu sein, wenn dieses Große geschieht, dieses Große, was wir uns alle erhoffen, nämlich die Erlösung und den Aufstieg der Erde. Und die Starseeds sind da an unserer Seite. Ja, ich habe also sehr viele Kontakte und ich weiß genau, dass diese Kontakte auch positiv und gut sind, denn mit anderen verbinde ich mich nicht. Da braucht ihr überhaupt keine Sorge zu haben. Und wer meine Bücher gelesen hat oder auch das Andromeda-Buch gelesen hat, der fühlt diese tiefe Liebe zu diesen Wesen und die sie uns bringen. Das ist ein Buch der Herzöffnung und der Heilung. Deswegen, es ist, wenn ihr diesen Kontakt habt, wie ein Geschenk und wie eine Bewusstseinserweiterung, die euch sagt, wir sind alle Starseeds. Wir sind alle eine große Familie von Gottes wundervoller Schöpferkraft erschaffen. Es sind Beweise da, es kann niemand verneinen, es ist offiziell bestätigt. Ja, und jetzt möchte ich euch gerne einladen zu einer Botschaft von den Starseeds. Ich weiß noch nicht, wer sich melden wird, ich mache ja immer alles live für euch. Und ich möchte euch einladen, einfach mal zuzuhören, was gesagt wird, welche wundervollen Geschenke wir heute bekommen werden. Und wenn du daran interessiert bist, immer wieder die neuesten Geschenke der geistigen Welt zu erhalten, Botschaften zu erhalten, dann unbedingt meinen Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, damit du immer informiert bist und auch immer unter das Video schauen, denn dort sind wichtige Links für dich. Zum Beispiel habe ich dir auch verlinkt, dass unser Smahana-Festival im Juni, 29. und 30. Juni 2024 in Kirchheim wieder stattfinden wird. Und ihr könnt euch da schon anmelden, um eben auch noch einen Platz zu erhalten. Dort werde ich also nicht nur die Starseeds channeln, sondern auch die geistigen Wesen. Es wird ein Potpourri sein mit dem Thema, wir verändern das Schicksal der Welt. Und wir haben es in der Hand. Und jetzt gerade mit 2024, mit dieser wundervollen Energie des kosmischen Wendepunktes, haben wir die Grundlage, um voranzugehen. Und diese Grundlage des kosmischen Wendepunktes, die bekommst du auch, wenn du unser Webinar besuchst, mit den Plejaden, mit unseren Atreios, dem Kommandeur der galaktischen Flotte, des galaktischen Rates, denn von ihm werden wir geschult werden. Und das ist nochmal etwas ganz anderes, mit einer männlichen Energie eine Schulung zu bekommen von den Plejaden. Das ist außerordentlich eine Erfahrung, die man eigentlich noch nie gehabt hat. Und lass dir dieses Ereignis nicht entgehen. Schau mal unter dem Video und schau mal rein und melde dich an, um eben wirklich in dieser vollen Kraft zu sein, die uns diese neue Energie des kosmischen Wendepunktes bringt.
Und ich freue mich, es haben sich schon sehr viele angemeldet und ich freue mich über jeden, der dabei ist, denn das ist ein Geschenk, diese Skills zu erhalten. Und es wird dich viel kräftiger und es wird dein Leben viel leichter machen, jetzt gerade in der Zeit, wo es viele Herausforderungen gibt. Und da ist doch jede Unterstützung gut, die uns zuteilt wird. Und wenn du das Ganze mit diesem anderen Bewusstsein betrachtest, dass wir alle zusammengehören, dass wir alle eine Einheit sind, dann weißt du, wie du gestärkt durch diese Energie jetzt in dein Leben gehen kannst oder dein Leben weitergehen kannst. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude bei der Botschaft. Lasst euch einfach führen und begleiten von den Worten, die hier gesprochen werden. Und es spricht Atreus. Jetzt habe ich die Durchsage bekommen. Liebe Herzensmenschen der Erde, ich bin Atreus, der Kommandeur des Galaktischen Rates, und ich begrüße einen jeden Einzelnen mit dem Segen des Lichtes, der Plejaden, welcher zu euch gebracht wird. Dieser Segen des Lichtes ist ein Gruß der Plejaden, den ich euch voller Freude überbringe. Und ich sehe, dass viele von euch schon das Bewusstsein besitzen, um zu erkennen, dass wir, die Starseeds, eure Freunde sind. Und dass diese Botschaften, die du hier auf diesem Kanal bekommst, voller Liebe und Licht sind und euch helfend zur Seite stehen. Und so haben wir voller Freude diese neue kosmische Energiewelle auf die Erde gebracht, der kosmische Wendepunkt. Denn so wie bei euch auf der Erde diese Wende zu spüren ist, ist sie auch im Universum zu spüren. Das bedeutet, dass das, diese Kraft und dieses Licht, was im Universum ist, nun direkt zu euch gebracht wird. Euch direkt in eurem Handeln unterstützen wird. Und wir, die Plejaden, wir sind da, um die Energien zu lenken, um euch zu helfen und zu unterstützen. Denn jetzt ist die Zeit der Aktivität angebrochen. Die Zeit des Wartens, sie ist vorbei. Und ihr alle wisst es ganz tief in eurem Herzen, dass dies die wichtigste Phase ist, in der Zeit des Übergangs und des Wandels. Es ist die Zeit des Handelns und ihr seid sehr stark. Ihr seid viel stärker, als ihr es überhaupt euch vorstellen könnt. Das, was euch erzählt wird, in den Medien, von anderen, von außen, das sind Dinge, die euch klein machen möchten. Deswegen möchte ich, Atreus, euch zeigen, wie wundervolle Wesen ihr seid. Und ich möchte euch ermuntern, glaubt an euch, an eure Kraft und an eure Liebe. Der Glaube, das ist eine Energie, die euch stärkt und die euch Freude bringen wird. Denn über den Glauben an euch selbst werdet ihr wachsen. Der Glaube an euch selbst ist wie ein Wegweiser, nach Hause zu eurer Seele zu kommen, euch vereinen, so tief wie möglich zu vereinen mit eurer Seele, um den Weg des Lichtes zu gehen und die große Veränderung hervorzurufen. Und diese Veränderung wird in Frieden geschehen. Ihr werdet es schaffen, alles in Frieden zu regeln. Das ist so wunderschön und so wird es sein. Und so darf ich euch eine kleine Energieübertragung des Lichtes der Plejaden nun schenken. Dieses Licht wird sich, wenn du es möchtest, mit dir verbinden, wird deine Kanäle mit neuer Energie aufladen und den Kontakt zu uns erleichtern.
auch wird dieses Licht sich in deinem Energiefeld und in deinem Körper einen Weg suchen, um dir Heilung zu bringen, um dir die Energie der plejadischen Heilung zu übertragen. Und so wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude, wenn ich beginnen werde. Lege dazu deine Hände auf dein Herz und lass dich einfach fallen in diese wundervollen Energien. Und so ist es geschehen. Dich hat die Energie erreicht, hat dein Herz berührt, dein Bewusstsein erhöht, dich gestärkt und gekräftigt. Und so fühle in dein Herz, fühle die Freude und die Kraft. Fühle, wie diese Energien jetzt bei dir sind und gehe mit dem Segen des Lichtes weiter, in dem Wissen, dass ich Atreus bei dir bin. Und dich ganz herzlich begrüße, wenn du die Schulung mit mir machen wirst. Und so fließt der Segen des Lichtes zu dir, um dir fühlen zu lassen, dass wir die Plejada bei dir sind. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Verbindet euch immer wieder mit Atreus, um diese große Liebe zu genießen. Wir sehen uns zum nächsten Video.